Altkanzlerin Angela Merkel lässt die Politik noch weiter hinter sich. Offenbar hat sie die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung verlassen. Sie sei, so heißt es, aus dieser Rolle rausgewachsen. Ein Signal gegen die Stiftung wolle sie nicht setzen, sondern ihr neues Leben frei von politischen Zwängen leben. Trotzdem stößt der Schritt vor allem bei ehemaligen Weggefährten auf Verwunderung. Jonas Feld berichtet. Sie wünscht sich mehr politische Beinfreiheit und kehrt nun auch der Konrad-Adenauer-Stiftung den Rücken. Sehr zur Überraschung vieler Weggefährten und selbst Stiftungschef Norbert Lammert konnte die Ex-Kanzlerin nicht mehr umstimmen. Doch es ist nicht der erste Schritt weg von ihrer Partei. Da hat Frau Merkel eigentlich konsequent das fortgesetzt, was sie seit dem Ende ihrer Kanzlerschaft gemacht hat, sich nämlich aus all diesen Gremien zurückzuziehen und dort nicht weiter mitzuwirken. Die andere Frage, ob Frau Merkel sich von der CDU zurückzieht, ist eine Frage, die ja aber nicht erst diese Woche diskutiert wird. Da hat es ja immer wieder Fälle gegeben. So schlug Merkel unter anderem bereits den Ehrenvorsitz der CDU aus. Keine politischen Zwänge mehr und die Möglichkeit, ihr Leben frei gestalten zu können, seien diesmal die Hauptmotivation gewesen, heißt es aus ihrem Umfeld. Merkel sei aus der Rolle rausgewachsen. Doch auch die Neuausrichtung der CDU unter Merkels langjährigem Rivalen Friedrich Merz kann man sich zumindest in der SPD als möglichen Grund vorstellen. Dass die CDU unter Friedrich Merz eine ganz andere ist als die CDU unter Angela Merkel, das kann man wirklich jeden Tag gerade sehen. Das ist nicht mehr die gleiche CDU. Und wenn die Kanzlerin für sich diese Konsequenzen gezogen hat, dann lasse ich das mal unkommentiert. Aber ich glaube, jeder, der vergleicht, wie war die Union mal drauf, als sie in der Mitte gestanden hat, als sie sich um Mehrheiten in diesem Land gekümmert hat, und wie ist die CDU heute drauf, wo man ja das Gefühl hat, man will 20, 30 Jahre zurück, da ist schon ein Unterschied. Mit Merkels Ausscheiden aus dem Verein wurde nun CDU-Chef Merz neu aufgenommen. Mit Merkels Abschied aus der Adenauer-Stiftung dürfte die Distanz zwischen der Altkanzlerin und ihrer Partei noch größer werden.